Hallöchen und herzlich willkommen zurück. So, ein kleines Infovideo, bevor es wieder weitergeht mit den Let's Plays. Ich war ja jetzt wieder 4 Monate war ich nicht da. Ne, irgendwo im November irgendwie war ich weg. Oder so. Ende November oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall steht auf YouTube, dass das letzte Video vor circa 4 Monaten rausgekommen ist. Naja. Ja, das hatte, wie ich auf Twitter und auf Facebook geschrieben hatte, gesundheitliche Gründe. Leider konnte ich damals kein Infovideo dazu machen, weil ich, ja, aus gesundheitlichen Gründen überhaupt nicht lange am... Ich konnte kaum sitzen und deswegen konnte ich mich auch nicht an den Computer setzen und ein Infovideo machen, geschweige denn noch weitere Videos. Deswegen konnte ich diese Info leider nur über Facebook und Twitter teilen und das haben ja irgendwie die meisten, die hier zugucken, haben scheinbar weder das eine noch das andere oder nutzen es nicht. Deswegen tut es mir sehr leid, dass ich jetzt erst mit einem Infovideo rauskomme. Ja. Die gesundheitlichen Probleme haben sich gezogen und jetzt langsam klärt es sich wieder und klart es wieder auf, sage ich. Und bin ich auch sehr froh drüber. Es ist aber trotzdem noch nicht geschafft und ich sage jetzt schon mal, es wird wahrscheinlich auch noch mal irgendwann, hoffentlich dieses Jahr, wahrscheinlich jetzt noch in der ersten Jahreshälfte, dazu kommen, dass ich dann eine Weile weg bin, dass ich ja, dann wahrscheinlich auf Kur bin oder so, wegen diesem gesundheitlichen Problem. Also eine Kur oder eine Reha bekomme. Mal gucken, was die Krankenkasse sagt. Und in der Zeit werde ich dann ja natürlich dort auch keine, weil ich meinen Computer und so nicht mitnehmen kann, werde ich dort natürlich dann auch keine Videos aufnehmen können. Ich arbeite jetzt aber schon mal um einiges vor. Ich habe jetzt schon mal Videos für die nächsten 2 Wochen. Am Montag geht es wieder los mit Videos. Montag, Mittwoch, Freitag kommt ein Spiel und dann Dienstag, Donnerstag und Samstag kommt ja Hollowed Legends der Tempelritter. Und nach Hollowed Legends der Tempelritter, wenn das vorbei ist, kommt dann endlich Grimmige Legenden 3. Juhu, das habe ich jetzt seit Weihnachten habe ich das Spiel und das kommt dann endlich. Also werde ich jetzt auch, ich habe noch so viele, Wimmelbildspiele und... Ja, da, also Wimmelspielzeit, sage ich mal, ist immer dienstags, donnerstags und samstags. Da werde ich immer solche Spiele raushauen. Wie gesagt, momentan machen wir halt weiter mit Hollowed Legends der Tempelritter. Da habe ich bisher 11 Folgen aufgenommen. Also habe ich bisher jetzt, bin ich bei 11 Folgen. Das heißt, die nächsten 2 Wochen sind definitiv gesichert und ich werde jetzt auch weiterhin aufnehmen. Und dann habe ich jetzt ein kleines, für Montag, Mittwoch, Freitag, habe ich jetzt ein kleines anderes Spiel. Das ist leider sehr kurz, nur 5 Folgen. Aber macht nichts. Danach habe ich auch gleich noch ein neues, wofür ich auch schon wieder 7 Folgen habe. Also es sieht gut aus. Und ja, es könnte sein, wie gesagt, wenn ich dann auf Kur gehe, dass dann in der Zeit keine Videos kommen. Oder ich schaffe es vorher vorzuproduzieren, dass dann trotzdem... die Videos kommen wie gewohnt und ihr das gar nicht mitbekommt. Ja, hoffe ich. Ich hoffe auf das Zweite. Und dass es nicht dazu kommt, dass ich irgendwie das wieder ein Ausfall ist. Es tut mir auch, wie gesagt, sehr leid, dass hier ich kein Infovideo machen konnte und dass es jetzt so lange ausgesetzt hat. Aber es ging einfach nicht anders. Es waren jetzt auch viele in den letzten 2,5 Monaten ist auch viel passiert. Und es ging halt einfach nicht. Ja, das wollte ich euch nur noch mal wissen lassen. Ich bin ja überhaupt gar kein Fan davon, immer Infovideos zu machen, weil ich immer 100 Stunden um den heißen Brei rumrede und einfach nicht zum Punkt komme. Und auch mich dann irgendwie verhasple oder keine Ahnung immer, weil ich nicht zum Punkt komme, genau. Und deswegen dauert das dann immer so lange und ich rede und rede und sage eigentlich nichts, also wie ein Politiker theoretisch. Und... ja, und deswegen, ich mag eigentlich überhaupt keine Infovideos, aber ich wollte trotzdem eins machen, einfach um euch das wissen zu lassen. So, und am Montag, wie gesagt, geht's dann weiter mit Let's Plays. Wie bisher, wie gehabt, montags bis samstags kommen immer Folgen, Let's Play-Folgen, sonntags nicht. Sonntags behalte ich mir wie immer vor für Special-Videos, für Infovideos oder vielleicht auch mal ein Let's Test. Aber ansonsten wird sonntags nichts kommen. So,
Das war auch eigentlich alles, was ich jetzt schon sagen wollte. Ich muss mich jetzt beeilen. Es ist nämlich schon Samstag, 18.07 Uhr. Und ich will das heute vielleicht noch schaffen, bis 20 Uhr hochzuladen. Aber ich muss es noch zusammenfügen, rendern und also bearbeiten, rendern und. Und dann noch hochladen. Aber ich hoffe, das wird alles. Und dass es heute noch rauskommt, weil eigentlich war es für Sonntag geplant. Aber ich will das heute schon mal raushauen, damit ihr möglichst früh wisst, was los ist. Und dann möchte ich noch ein bisschen weiter aufnehmen. Ja, genau. Und ja, wir sehen uns dann Montag wieder. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt gespannt. Und wie gesagt, tut mir nochmal leid, dass ihr so lange nichts von mir gehört habt. Wie gesagt, am besten, um zumindest informiert zu bleiben über neueste Sachen oder so, falls sowas passiert, ist immer, wenn ihr auf Facebook oder Twitter vorbeiguckt, da schreibe ich sowas auf jeden Fall. Vor allem die Facebook-Seite ist da eigentlich relativ zuverlässig, sage ich mal, obwohl ich Facebook nicht mag. Weil auf Twitter retweete ich viel, schreibe ich viel und da könnte es sein, dass das dann hier und da mal vielleicht untergeht. Aber eigentlich müsste es auf beiden Seiten zu sehen sein. Und ihr müsst ja nicht angemeldet sein auf Twitter oder Facebook, um euch das anzugucken. Ihr könnt ja auch einfach so reinschauen und ja, genau. Einfach die Seite aufrufen, hier facebook.com/blutrosemisery. Ohne dass ihr angemeldet seid, müsstet ihr dann eigentlich dort hochkommen und sehen, was ich schreibe, theoretisch. Oder halt twitter.com/blutrosemisery. Da klappt das auch. Müsst ihr nicht angemeldet sein, müsst ihr keinen Account davon besitzen, aber es ist halt das Beste, um zu sehen, ob irgendwas ist. Gut, ansonsten werde ich mich immer bemühen, ein Infovideo zu machen, wenn sich irgendwas ändert. Insofern ich das machen kann. Gut, dann war's das jetzt auch schon wieder. Oder endlich nach 7 Minuten. Ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Nein, ich glaube nicht. Nö. Eigentlich, nee, das war's jetzt. Und ja, viel Spaß. Danke, dass ihr bisher trotzdem gewartet habt und mir treu geblieben seid. Und ein ganz großes Dankeschön und tut mir leid nochmal. Wir sehen uns Montag im nächsten Let's Play. Also, bis dahin und viel Spaß. Tschüss. Und noch ein schönes Wochenende.